Ich gehe auf die Suche nach Antworten und zwar heute geht es ums Thema Recycling. Wie sinnvoll ist es eigentlich, den Müll zu sortieren, den Müll zu trennen? So nach dem Motto, Christa fragt nach, habe ich heute einen sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich Chris Abel von der Reclay Group. Jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, wie wird eigentlich gesammelt? Wie wird eigentlich recycelt? Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Also jeder in Österreich kennt eine gelbe Tonne oder den gelben Sack, je nachdem, wo er wohnt. Und grundsätzlich ist uns wichtig, dass jede Verpackung, nämlich jede Verpackung, außer sie wäre aus Glas oder aus Papier, in dieser gelben Tonne oder in dem gelben Sack gesammelt wird. Ja, aber als Konsument stellt man sich ja oft die Frage, wenn man jetzt zu Hause vor seinem Restmüll sozusagen steht, macht das alles Sinn, was ich hier mache? Und das wäre auch gleich meine nächste Frage. Da gibt es ja so viele Mythen. Ja? Es ist ja eh wurscht, ob ich meinen Müll jetzt trenne. Am Ende wird eh alles irgendwo zusammengeworfen. Also ich glaube, im Bereich der Verpackungssammlung, der getrennten Sammlung, sprichst du schon einen der größten Mythen an. Am Ende wird alles zusammengeworfen. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Es kann in gewissen Bereichen passieren, dass es Sinn macht, gewisse Dinge zusammen zu sortieren, weil es einfach ökologisch und ökonomisch vor allem effizienter ist. Aber in Wahrheit macht jede einzelne Verpackung, die der Konsument nicht in den Restmüll wirft, sondern in die gelbe Tonne, die macht einfach Sinn. Und es macht einfach auch Sinn, Materialien, auch wenn man zweifelt, ob das jetzt in die gelbe Tonne gehört, trotzdem dort hineinzuwerfen. So, nachdem ich jetzt so viele Informationen eingeholt habe, fahre ich natürlich in die nächste Sortieranlage und da schaue ich mir den ganzen Prozess natürlich persönlich an. Unter dem Motto, Christa fragt nach, Christa schaut nach. Ich bin jetzt in einer der modernsten Sortieranlagen Österreichs und ich bin genau dort, wo diese gelben Säcke und die gelben Tonnen entleert werden oder besser gesagt hierher geliefert werden. Und jetzt schaut euch das mal an, was in den gelben Säcken da so alles drin ist. Ich wühle mich da so wirklich durch. Also da ist Plastik, aber da sehe ich zum Beispiel auch schon Aluminiumdosen. Also die Frage, zahlt sich Sortieren eigentlich wirklich aus oder wird am Ende alles zusammengeschmissen und irgendwo hintransportiert? Genau dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. So, jetzt stellt sich mal die Frage, wie flach müssen diese Dinger eigentlich zusammengedrückt sein? Fragen über Fragen, aber ich bin ja in der modernsten oder einer der modernsten Sortieranlagen Österreichs und da gibt es natürlich Experten und den treffe ich jetzt. Ich treffe jetzt nämlich den Betriebsleiter Thomas Meyer, da wartet er auch schon. Hallo, freut mich, dass wir gemeinsam diese Runde machen. Ja, gerne. Freut mich auch. Diese gelben Säcke. Jetzt fülle ich zu Hause meinen Plastikmüll in diese gelben Säcke hinein. Wie sauber muss dieser Müll eigentlich sein? Muss ich das genau auswaschen oder kann ich den Joghurtbecher eigentlich mit den Resten des Joghurts auch noch hineinschmeißen? Man könnte das schon mit den Resten des Joghurts auch noch hineinschmeißen. Der Österreicher ist aber Gott sei Dank generell sehr sauber. Wir kriegen da einen sehr sauberen Abfall eigentlich auch, ja. Okay. Und wie schaut es aus, wenn zum Beispiel in Flaschen noch irgendwie Restflüssigkeit drin ist? Das ist dann für die Sortierung ganz schlecht und auch für die Verwertung, weil wir hier mit Druckluft arbeiten und wenn da Restmengen von den Flüssigkeiten drin sind, hat die Flasche ein höheres spezifisches Gewicht und wir können das mit der Druckluft dann nicht entsprechend manipulieren. Das schauen wir uns aber an, gell? Das schauen wir uns an, ja. Ich freue mich drauf. Ja. Ja, Thomas, wir haben uns jetzt angeschaut, wie diese gelben Säcke maschinell mehr oder weniger aufgerissen werden. Wie ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann in einer händischen Sortierkabine, wo das Personal die bereits geöffneten Säcke
die gelben Säcke herausholt, die Folien heraustrennt und auch Störstoffe heraustrennt, damit die Maschine im Restbetrieb sehr gut arbeiten kann. Danach kommen verschiedenste Aggregate, wie ein ballistischer Separator, ein Schwingsieb, das schauen wir uns dann an, und mehrere Nahinfrarot, genauso wie Durchlichtseparatoren und genauso für die Qualitätssicherung dann wieder händische Sortierprozesse. Wahnsinn, also das heißt, jeder, der zu Hause ein Stück Plastikmüll in den gelben Sack, in die gelbe Tonne steckt, sollte sich bewusst sein, welch intensiver Sortierprozess danach folgt. Ne? Über 60 Förderbänder und 15 Sortieraggregate. Und ist das alles maschinell oder wird auch händisch sortiert? Größtenteils maschinell, aber für die händische Sortierung, für die Qualität wird händisch sortiert. Ja. Bravo! Auf dieser Sortierstraße wird das Verpackungsmaterial getrennt. Also das heißt, man überlässt hier nichts dem Zufall. Die PET-Flaschen werden händisch aussortiert und das reine Verpackungsmaterial bleibt über. So schaut moderne Kreislaufwirtschaft aus. Moderne Kreislaufwirtschaft in sortenreinen Trennern. Also jetzt gehen wir, glaube ich, zum großen Magneten und da bin ich schon sehr gespannt. Das ist ein Magnet, das nenne ich mal einen Magneten, oder? Das fröhliche Aussortieren geht weiter. Wir bewegen uns zur nächsten Schleuderstraße. Wir haben jetzt einen sehr langen Produktionsweg gesehen, besser gesagt einen Trennweg, ja, also einen Sortierweg. Und jetzt kommen sozusagen die sortenreinen Werkstoffe in eine riesengroße Presse. Ja, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Man kann sich so vorstellen, das sind 80 Tonnen Pressen. Wir befüllen diese Pressen mit den PET-Flaschen beispielsweise, die dann noch perforiert, also aufgestochen werden, damit sie dann kompressibel sind. Und dann werden sie zu diesen großen Ballen gepresst. Und ein so ein Ballen hat etwa 240 Kilo und besteht aus 10.000 Flaschen. Das sind jetzt die sortierten Werkstoffe. Ich stehe da auf lauter gepressten PET-Flaschen. Ja, 240 bis 270 Kilo hat so ein Ballen. Ja, und der geht jetzt dann in die nächste Produktionsschiene, denn daraus entstehen neue PET-Flaschen. Und ich probiere jetzt einen Sprung da oben. Wir sind jetzt am Ende unserer Sortierstraße angelangt. Hier stehen die fix fertigen Ballen. Was passiert damit? Die kommen jetzt in eine Recyclinganlage und daraus wird sozusagen ein ganz wertvoller Rohstoff, ein sogenanntes Rezyklat. Aber das ist definitiv eine andere Geschichte. Halleluja! Geschafft!